Madame Petra, wir haben Sie nicht ankommen hören. Offensichtlich. Hatten Sie eine angenehme Reise? Nein. Los, wieder an die Arbeit, alle beide. Jawohl, Madame. Die Sicherheit ist hier viel zu lasch. Ja, Madame. Ihr Gepäck ist schon in Ihre Zimmer gebracht worden. Das will ich doch hoffen. Elendes Miststück. So, und jetzt können wir uns hier endlich in Ruhe umgucken. Ach, wie ist das herrlich. Der Wächter war bewaffnet und sah gefährlich aus. Er würde mich töten, ohne mit der Wimper zu zucken. Andererseits glaubte er wohl dasselbe von mir. Hehehe. Sollen wir den mal, komm, wir gucken mal, was der zu sagen hat. Was ist Ihre Aufgabe hier? Ich muss aufpassen, dass niemand durch den Vordereingang kommt, Madame. Ich kämpfte gegen den Drang, ihm zu befehlen, 20 Liegestütze zu machen. ja, wie schaut's denn hier mit der Sicherheit aus? Das wird er uns doch wohl erzählen, wir sind schließlich die Petra. Wie viele Männer bewachen das Gelände? Wir haben doppelte Mannschaft auf dem ganzen Grundstück, Madame. Niemand kommt ungesehen rein oder raus. Garantiert. Hätte er mir eine solche Garantie für eine Armbanduhr geboten, hätte ich lieber eine Sonnenuhr gekauft. Ja, das haben wir jetzt ja auch gemerkt. Die haben doppelte Bewachung und trotzdem haben wir es ohne größere Probleme und mit ungefähr 20 Toten geschafft, dann endlich hier reinzukommen. Aber vielleicht erzählt er uns noch etwas mehr. Und ich finde es auch immer schön, wie er uns da so die Waffe immer direkt durch den Kopf hält. Haben Sie etwas zu melden? Ein Auto hatte in der Nähe des Haupttors eine Panne. Irgendetwas Verdächtiges? Nur eine dumme Französin, der wahrscheinlich der Sprit ausgegangen ist. Diesen Typen würde ich mir merken. Dumme Französin. Also wirklich. Ja, der hat die ja nicht gesehen. Wobei ich dazu jetzt auch mal noch sagen muss, dass ich es ziemlich cool finde, dass, also hier jetzt eigentlich jetzt eher weniger, in der englischen und in den anderssprachigen Versionen von Baphomets Fluch ist es ja so, dass die Nico einen französischen Akzent hat, wenn die spricht. Die Tür war verschlossen. Und im Deutschen leider, ja, geht das so ein kleines bisschen unter. Dafür haben sie allerdings auch an den Synchronsprechern nicht gespart. Also ich weiß nicht, ob irgendjemandem das Ganze aufgefallen ist. Die Synchronsprecherin von der Nico hier, die war auch die Synchronsprecherin von der Gillian Anderson in Akte X. Könnte man vielleicht wissen. Oh, das sieht nach Überwachungsraum aus. Es war ein Lageplan der Sicherheitseinrichtungen für einen bestimmten Teil des Gebäudes. Ich hatte keine Ahnung für welchen. Ja, können wir den nicht einfach mal ausdrucken und mitnehmen? Ich wollte nicht mit Sachen herumspielen, von denen ich nichts verstand. Das ist doch normalerweise dein Spezialgebiet, Nico. Oh, und wen haben wir denn hier? Die Frau saß wie gebannt vor einem Computer. Sie war ganz in ihre Arbeit vertieft und nahm überhaupt keine Notiz von mir. Ja. Und, ach, das ist doch herrlich. Momentan sieht man ja überall, wo man hinguckt, immer nur Mac OS, hier mal wieder ein schönes, klassisches Windows XP. Zumindest Cloud. Nee, das ist kein XP, das könnte noch 2000 oder sowas sein. Entschuldigung. Bitte unterbrechen Sie mich nicht, Madame, ich darf keinen Fehler machen. Sie müssen mir ein paar Fragen beantworten. Ja, was macht ihr hier? Das wäre doch mal gut zu wissen. Was machen Sie da eigentlich? Tut mir leid, Madame. Ich habe strikte Anweisungen, nur Signor Sosaro Bericht zu erstatten, bis die Vorbereitungen für die Amelasphäre abgeschlossen sind. Ja, natürlich. Okay, also die macht hier irgendwas mit dieser Amelasphäre. Mit der die hier irgend... Hoppala, da war noch etwas. Ich würde jetzt mal gerne sehen, wo der... Ah, hier ist der Hotspot. Der Computer verarbeitete etwas. Aber was? Können wir mal reingucken? Als Petra verkleidet, riskierte ich hier Kopf und Kragen. Ich wollte auf keinen Fall durch irgendein Missgeschick Aufmerksamkeit erregen.
Na gut, aber irgendeinen Sinn muss es doch haben, dass wir hier sind. Eine Menge Computer standen da und surrten laut vor sich hin. Ich traute mich nicht, die Computer auszuschalten. Ja, das wäre auch etwas ungünstig, aber die haben hier echt eine ordentliche Serverbatterie stehen. Junge, Junge. Okay, schauen wir uns noch ein bisschen um hier. Da vorne müsste dann gleich die nächste Tür sein. Yep, genau hier. Ach, da können wir auch rein. Endlich mal Türen, die aufgehen. Ah, okay, da waren wir schon. Gut, dann bleibt uns jetzt noch... Die Tür hier hinten war ja zu. Das hatten wir ja alles schon ausprobiert soweit. So, das war die, wo wir reingekommen sind. Dann quaken wir doch mal mit... Genau. Mit dem Herrn hier. Alles in Ordnung? Bin nur etwas nervös, Madame. Heute ist mein erster Tag. Lassen Sie ja niemanden rein. Sonst ist es auch Ihr letzter Tag. Das Erblonden hatte eine sadistische Ader in mir geweckt. Irgendwie machte das Spaß. Ich merke es gerade. Bleistift? Warum reden wir mit dem Typen über einen Bleistift? Aber so wie der da steht und... Ja, irgendwie total nervös ist, bin ich mal gespannt, was die jetzt dazu sagt. Sehen Sie diesen Bleistift? Jawohl, Madame. Damit kann ich einen Mann auf 15 verschiedene Arten töten. Jawohl, Madame. Verzeihung, Madame. Wieso habe ich das gewusst? Ich habe mir schon sowas in der Art und Weise gedacht. Okay, jetzt haben wir noch diese Tür hier mit dem Alarm. Wahrscheinlich war der Kartenleser mit der Sicherheitstür daneben verbunden. Wie schlecht, dass der George unsere Sicherheitskarte mit hat. Verdammte Axt. Okay, hat der vielleicht noch irgendwas? Nur ein paar Lieferscheine. Einige waren für Lebensmittel, andere für Waschpulver. Bei diesem Haufen wäre ich ungern Waschfrau. Tja, ich glaube, wenn wir nicht das Image hätten, das wir ohnehin hier haben, hätten wir hier auch einige Probleme. Okay. Der Wächter saß am Schreibtisch und las. Es sah aus wie ein Kinderbuch. Aha, was liest er denn da? Gibt's was Neues? Ziemlich ruhig bis jetzt. Was ist mit der Sicherheit hier drin? Wir haben alles fest im Griff. Gut. Und was fällt Ihnen ein, im Dienst zu lesen? Ich will mich nur weiterbilden, Madame. Wenn ich Sie nochmal beim Lesen erwische, können Sie vor Ihrem nächsten Buch Blindenschrift lernen. Jawohl, Madame. Verzeihung, Madame. Ah, jetzt bekommen wir ein paar Infos, ein paar wichtige Infos. Wo ist denn der Bruno? Wohin wurde der Gefangene gebracht? In Signor Susaros Büro, untere Ebene. Ist er allein? Zwei Wächter sind bei ihm, Madame. Er kann nicht entkommen. Das möchte ich auch für Sie hoffen. Gut, können wir jetzt hier hinten durch? Irgendwie. Die Sicherheitstür hatte weder einen Griff noch einen anderen sichtbaren Öffnungsmechanismus. An der Wand war allerdings ein Kartenlesegerät. Ja, ich schätze, wir müssen jetzt irgendwie in den Keller und uns mit dem George treffen, weil der dürfte jetzt noch die Sicherheitskarte von uns haben. Wenn ich nur wüsste, wie wir das anstellen, weil die ist, glaube ich, zu. Jawohl. Die Tür war verschlossen. Gucken wir mal, ob wir hier raus können. Das wäre jetzt noch ein Plan. Ja, wir können raus. Juhu. Okay, die Frage ist nur, wo wir jetzt sind. Ach, und wir dürfen... Oh, guck mal. Der Hund sah aus, als sei er stets zum Töten bereit. Hallo, Hundi. Ich überlegte, ob ich ihn streicheln sollte, aber irgendwie
hänge ich doch an meinen Fingern. Jo, das stimmt. Gucken wir mal, was der Entschuldigung. Sagt. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Sie sind Madame Petra? Richtig. Was kann ich für Sie tun, Madame? Was ist mit dem Hund? Der Hund sieht sehr gefährlich aus. Er ist darauf abgerichtet zu töten, sobald er losgelassen wird, Madame. Gut. Lassen Sie ihn ja nicht in meiner Nähe los, klar? Nein, Madame. Hörst du, Waldi, du sollst der netten Frau nichts tun. Waldi? Tja, die haben, glaube ich, alle so komische Namen. So, wie heißt denn der Hund von dem hier? Sie, ich brauche Hilfe. Sie sind Madame Petra, nicht wahr? Nein, ich bin Madonna. Wow. Idiot. Natürlich bin ich Madame Petra. Wie heißt denn dem sein Hund? Was für ein ekelhafter Hund. Danke, Madame. Wie heißt er? Raptor. Wie passend. Jedenfalls passender als Waldi. Schön. Okay, da hinten war noch eine. Die Wache, die hier die... Wo ist die Wache hin, die hier die Runde läuft? Oder, ach, das ist der. Okay, gut. Dann ist hier unten noch die Wache, die uns bestimmt 10-mal erschossen hat. Ein Saustall ist das hier. Tut mir leid, Madame. Ich kenne Sie nicht. Ich bin Madame Petra. Sehen Sie das nicht? Natürlich, Madame. Das hätte ich mir denken sollen. Heieieiei. Okay. Gut, dann gehen wir hier hinten mal durch und gucken mal, wo wir hier... Ah, okay. Da ist noch einer. Wer sind Sie? Beeilung, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Sergeant des Sicherheitsdienstes, Madame. Ich bin Madame Petra. Ich bin gerade angekommen. Natürlich, Madame. Ich habe einen Sicherheitsausweis für Sie. Da, bitteschön. Danke. Ah. Okay. Ups. Da sind wir doch vor lauter Freude direkt in die Wand gelatscht. Tja. So. Und mit diesem Sicherheitsausweis können wir jetzt bestimmt durch diese tolle Tür dadurch. Petra, 0718. Ei, das ist doch schön. Okay. Tja, dann mal Attacke. Noch nicht aktivierter Ausweis. Mist. Die Karte funktionierte nicht. Verzeihung, Madame Petra, aber die Karte muss erst aktiviert werden. Aber ja, natürlich. Ich wollte nur die Sicherheitsvorkehrungen prüfen. Und wer aktiviert die Karte bitte? Ich habe ein paar Fragen. Mhm. Die Sicherheitstür dort drüben. Könnte da jemand durchkommen? Nein, Madame. Sie ist optimal gesichert. Übrigens, Madame, haben Sie schon mit dem Sergeanten gesprochen? Ja, wir haben unseren Ausweis bekommen. Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Gut, dann haben Sie ja schon Ihre Keycard für die Tür. Ja, aber die müssen wir jetzt noch... Wo sollen wir die aktivieren lassen? Oder... Moment. Oder müssen wir mit dem... Und jetzt die... Ich spielte mit dem Gedanken, entschied mich aber dagegen. Ah, okay, nein, ich weiß, wo wir hin müssen. Wir laufen jetzt zu der... Zu der Dame da hinten in der EDV. Die habe ich ja ganz vergessen. So, und die kriegt jetzt den Ausweis. Diese Karte muss aktiviert werden. Könnten Sie mir da helfen? Natürlich, Madame. Bitteschön. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Madame Petra, ich muss wieder an die Arbeit. Senor Sosao wird sehr wütend, wenn ich hier nicht fertig werde. Dann sollte sie sich beeilen. So, und jetzt haben wir eine aktivierte Codekarte. Ach, ist das schön. Gut, dann können wir vielleicht jetzt da hinten hin.
Komm, wir quaken doch mal mit dem hier, das wird lustig. Ich habe ein paar Fragen. Hm. Der Wächter hatte Angst vor mir. Naja, eigentlich vor Petra. Ja, er durfte nur nicht die Wahrheit erfahren. Wird er auch nicht. Zumindest gehe ich mal davon aus. Es hatte mich viel Mühe gekostet, die Karte zu ergattern. Ich wollte endlich sehen, was da unten verborgen war. Joa, so viel Mühe jetzt auch nicht. Okay. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt hoffen wir bloß, dass nicht entweder die echte Petra auftaucht oder der Susarro. Weil... Nun ja. Oder dass der Bruno sich verplappert. Das wäre jetzt natürlich noch der Obergau. Weil dann haben wir ein Problem. So, jetzt gehen wir gerade noch mal hier rum. Ein Feuerlöscher. Oh nein, oh. Ich hörte jemanden kommen. Ist das gut oder ist das schlecht? Naja, ich denke, es wird jetzt hier auch Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Weil wir sind jetzt schon wieder über 2 Stunden am Aufnehmen und ich denke mal, ja, wir sollten jetzt, ja, einfach mal zum Ende kommen für heute, weil das muss ja alles noch irgendwann gerendert und hochgeladen werden und es ist wahrscheinlich auch schon wieder spät genug für mich. Insofern wünsche ich euch dann mal noch, ja, alles Gute, einen schönen Tag noch soweit. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Baphomets Fluch 3 mit dem Gecko Climber. Bis dahin dann. Tschüssi!